In der Mitte dieses Dreiklangs, ja, das ist eigentlich der Platz für einen langsamen Satz. Und jetzt kommt wirklich die Teilstreitkraft des Heeres zum Zuge. Und das mit dem wunderbar feierlichen Marsch des großen Kurfürsten Reitermarsch. Kommandeur des Leibkürassierregiments war Kuno Graf von Moltke. Er hat diesen Marsch geschrieben. Und so beginnt er im äußersten Piano, als käme aus weiter Entfernung die erhabene Reiterei angeritten. Und so ist es auch, dass die Pauken von hinten zur Geltung kommen. Ganz besonders feierliche Klänge. Und im Mittelteil folgt der Solodialog zwischen dem Trompeter und dem Orchester, bis sich dieser eindrucksvolle Aufzug von Neuem vollzieht. Genießen Sie diesen prachtvollen Marsch nun des großen Kurfürsten Reitermarsch.